wir verlassen den Platz. War wunderschön hier in La Marina. Wir hätten auch noch länger bleiben können, aber wir wollen weiter in den Süden, da wir Silvester auf unserem geliebten Area Camper Mazarun verbringen. Ja, und jetzt gibt die Kerstin schnell die Papiere noch ab. Hier an der Pforte, dem Pförtner hier. Ja, wenn ja jemand da wäre. Wenn jemand da wäre, gell? Ja, wir sind jetzt unterwegs nach Mazarun. Wir nähern uns Mazarun. Jetzt kommt bloß gleich wieder eine Zahlstelle. Wir sind die Bezahlautobahn gefahren. Ja, einfach deshalb, damit es zügig geht. Und ja, wir haben heute Morgen ein bisschen rumgetrödelt. Sind dann kurz vor 12 noch aus dem La Marina raus. Hat aber gut funktioniert. Jetzt mittlerweile ist es kurz nach 1 und wir sind jetzt so, ja, circa 45 Kilometer vor Mazarun, vor dem Area Camper Mazarun, und da soll es heute auch hingehen. Guten Morgen. Guten Morgen aus Mazarun. Heute ist der... No, brauche ich Brille, Moment. 29. Dezember müsste es sein. Genau. Ja, wir sind seit dem 27. Dezember hier. Da sind wir ja losgefahren. Haben dann gemütlich uns hier eingerichtet. Und gestern haben wir mal eine kleine Radtour unternommen. Haben dann gleich noch eingekauft beim Discounter. Beim Discounter. Werbung machen. Ich habe Werbung machen, ja. Genau. Haben dann noch schön eingekauft und haben eine wunderschöne Fahrradtour gemacht. Also hier kann man recht gut Fahrrad fahren. Was man dazu sagen muss, man muss ein bisschen an der Bundesstraße fahren. Ist aber nicht schlimm. Nee. Also so die 400 Meter und dann kann man rechts abbiegen und an den Gewächshäusern rumfahren. Das sind gute befestigte Wege, da könnt ihr also wirklich sehr, sehr gut fahren. Das ist also überhaupt kein Problem. Und dann kommt er über Buel Nuevo oder so ähnlich heißt es runter an den Strand. Und da fahrt er dann am Strand einfach links und kommt dann so rein nach Puerto El Mazarun. Also das funktioniert ganz gut. Wir haben kurz mit der GoPro-App einen kleinen Film von der Biketour gestern erstellt. Der folgt dann nachher im, ja, nach unserem Statement. Genau. Fügst du einfach ein. Den füge ich ein. Was gibt es sonst noch Neues? Eigentlich nichts. Wetter ist heute bedeckt. Also heute scheint das erste Mal keine Sonne. Es ist nur bewölkt. Also was heißt bewölkt? Es ist bedeckt. Es scheint keine Sonne, aber es ist nicht so kalt. Es wird ein bisschen wärmer. Auch nachts, es ist nachts nicht mehr so kalt. Es hat nachts keine 3 Grad mehr, sondern es hat 5 oder 6 oder 7. Es wird jetzt ein bisschen milder nachts. Und tagsüber, ja, es geht. Besser wie daheim. Daheim blast dann, glaube ich, alles weg. Ja, und Regen und Überflutung und alles Mögliche. Da sind wir mal froh, dass wir hier sind. Genau, hier hat es noch keinen Tropfen geregnet. Ja, nee, wir sind jetzt dann knapp 3 Wochen unterwegs. Und noch kein Tropfen Regen und gesehen. Noch, ja, hat noch überhaupt nicht geregnet. Nee. Und jetzt ist halt heute ist halt mal bedeckt. Aber Mai kann man auch nicht sagen. Es ist nicht immer gleich einmal bedeckt. Schadet auch nicht. Es ist aber jetzt nicht übermäßig kalt, dass man jetzt sagt, man muss hier... Also wie gesagt, wir sitzen jetzt so da und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir frieren. Ja, also ich könnte jetzt auch noch was ausziehen, aber mir ist es angenehm warm so. Und ja. Warum soll man sich ja, nur weil man meint, man ist in Spanien, braucht man hier nicht im T-Shirt sitzen. Das ist, ja. Man muss immer im Klaren sein, es ist Winter. Genau, genau. Und Fahrradfahren geht, wir haben entsprechende Kleidung, wir arbeiten da ja immer nach dem Zwiebelprinzip. Wenn es uns zu warm wird, ziehen wir uns einfach aus. Und dann geht's. Und sonst, wenn es zu kalt wird, kommt die Jacke einfach abends beim Zurückfahren wieder an. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Und auch kein Thema. Und da reicht auch die Windjacke. Also wie gesagt, ja. Da reicht eine Windjacke. Und
Und ansonsten, wir haben noch keine Handschuhe gebraucht beim Radfahren. Na, einmal, das ist aber schon länger her. Da war es ein wenig schattig da in Cataquest war das da. Cataquest, ja, da war es schon ein bisschen schattiger. Eventuell Handschuhe braucht hätte, aber ansonsten geht es wunderbar. Und was noch? Heute werden wir ein bisschen nochmal in die Geschäfte runterfahren nach Puerto El Mazaran, ja, oder nach Mazaron rein. Das wissen wir nicht. Mit den Bikes ist kein Problem. Also hier könnt ihr alles super gut erreichen. Und wie gesagt, also fahrradtechnisch geht's hier. Ja, und auch an der Hauptstraße, wenn man mal entlang fahren muss. Es ist ja so, dass an der Hauptstraße links und rechts gut ein Meter Streifen. Ein Meter. Ja, fast einen knappen Meter ist Platz. Also ist Platz, ich kann, und dann kann man gut mit dem Rad fahren, also ohne dass man jetzt die Autofahrer behindert. Es ist zwar nicht schön direkt neben der Straße hier. Aber es ist ja kein großes Stück. Das also sind drei das, Kilometer. Drei Kilometer, dann seid ihr unten in Puerto El Mazaron. Also das ist kein Problem. Selbst für mich mit dem Hänger, mit der Abby hinten drin, mit dem Cruiser, das war überhaupt kein Thema. Im Zurück, im Hinwärts sind wir es ja durch den Gemüsegarten quasi durchgefahren. Ist aber halt ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen weiter, ja. Aber geht immer schnürlgrad und ja, da ist man halt einfach schneller im Endeffekt. Ja, aber gut, Geschwindigkeit ist für uns ja im Urlaub jetzt. Ja, aber wenn ich jetzt, jetzt sage, ich muss jetzt geschwind einkaufen fahren, bevor ich da irgendwelche Schotterwege oder ein bisschen aus und um und mehr Kilometer fahre, fahre ich halt die Hauptstraße geschwind. Das ist ja gleich passiert. Das ist ja echt nicht weit. Und wir hatten ja bloß gestern, gestern, wo wir heimgefahren sind, ist vor uns ein Normalradfahrer gefahren und den konnte man leider nicht überholen, weil es war ja die Straße da, es waren ein Haufen Autos und den normalen Radfahrer zum Überholen, der hat uns dann richtig ausgebremst. Aber meiner fährt man halt ein bisschen langsamer, auch nicht tragisch. Das ist nicht schlimm. Aber wir sind keine unnormalen Radfahrer, wir fahren halt mit E-Bike. Ja. Was ich nur sagen wollte, den Platz stellen wir euch nicht mehr großartig vor, weil das haben wir letztes Jahr ausführlich gemacht. Wir waren auf dem gleichen Platz, uns hat es da auch gefallen, haben uns auch wohl gefühlt. Und wir filmen euch kurz die Neuerungen. Der Hundeplatz ist neu. Man bekommt jetzt das Baguette mittlerweile oben im Restaurant oder in der Cafeteria oder wie man es haben will. Genau, weil voriges Jahr war da. Ist immer der Bäcker gekommen. Dann waren wir ein bisschen abhängig von dem. Aber jetzt könnt ihr gehen, wann ihr wollt und könnt euer Baguette holen. Das ist einwandfrei. Und ich habe das Gefühl, da wird immer noch mehr gemacht. Also die kehren hier, die machen hier, die geben sich auf dem Platz wirklich alle Mühe. Ja. Also das muss man jetzt mal an der Stelle mal wirklich sagen. Die geben sich wirklich alle Mühe. Die Sanitäranlagen sind zu jeder Zeit, egal wann er kommt, tipptopp. Da gibt es also wirklich überhaupt nichts. Und deshalb fühlen wir uns hier auch wohl und haben auch gesagt, da wollen wir auf jeden Fall mit Silvester feiern. Werden wir uns ja auch mit Bekannten noch treffen, mit denen wir schon letztes Jahr hier waren. Und das ist richtig schön. Das ist also, uns gefällt es hier, kann man sagen, recht gut. Und wie gesagt, fahrradtechnisch geht auch. Klar, habt ihr jetzt wieder ein bisschen bergauf, bergab, aber nicht schlimm. Also ihr könnt unten am Strand fahren, da kann man am Strand lang fahren. Da gibt es tolle Wege, da gibt es tolle Touren. Wir werden euch garantiert morgen noch eine tolle Tour vorstellen, wo wir fahren werden. Da wird man auch die Drohne mitnehmen, wenn es denn vom Wind her funktioniert. Wenn nicht zu viel Wind geht, dann lassen wir auch die Drohne mal fliegen. Aber da gibt es eine richtig schöne Tour, und zwar von hier aus gesehen, vom Stellplatz zum Strand und rechts rüber. Da fahrt ihr auf einer alten Straße. Ich habe das so ein bisschen gegoogelt, habe das in Google Maps ein bisschen angeschaut auch. Das ist recht gut machbar und das machen wir auch morgen. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug gelabert. Genau, und jetzt beschäftigen wir uns erstmal ein bisschen mit unserem Hund. Der muss auch. Die Abby ein bisschen beschäftigen. Die ist gerade mit dem Radfahren. Wenn wir sagen, wir fahren und sie merkt, wir fahren, dann geht sie immer gleich ins Wohnmobil und legt sich unter den Tisch so in der Art, ich schlafe jetzt. Wobei sie eigentlich innen drin, wenn wir hier draußen sind, überhaupt nicht schläft. Aber wenn sie merkt, wir fahren mit dem Fahrrad, geht sie innen rein und sagt, ich schlafe jetzt, ich will gar nicht mit. Ja, also weil wir hatten eine Fahrt, da war sie wirklich, das war noch, wo wir in La Marina waren, das haben wir jetzt nicht auf dem Film drauf, weil es einfach das Internet zu schlecht war da oben. Und wir waren dann froh, dass wir überhaupt einen Film euch präsentieren konnten. Den haben wir erst hier im Runterfahren hier draufgeladen. Und da sind wir nach
Wo sind wir da hingefahren? Weiß ich nicht mehr. Ist ja egal. Auf jeden nach Fall. Nach Elche. Ja. Und da war der Hund einfach knapp 60 Kilometer im Hänger. Und das ist natürlich auch für die Abby nicht schön. Klar, sie darf ab und zu haben wir sie immer mal rausgelassen und sie durfte auch, wenn es weg war, von der Straße auch rennen. Aber ich meine, 60 Kilometer am Stück ist auch für so einen Hund einfach eine Strecke in so einem Hänger. Das muss auch nicht sein. Das machen wir in der Regel nicht. Sie fährt schon mit. Sie fährt gern mit. Sie steigt auch sofort ein. Da gibt es gar nichts. Aber erstmal, wenn sie merkt, wir fahren mit dem Radl, es wäre ja wahrscheinlich lieber, wir würden wandern anstatt Radl fahren. Sie fährt dann mit, sie darf immer halt wieder raus. Und es macht ihr Spaß. Aber erstmal sagt sie, halt wieder Radl fahren, ich habe keine Lust. Letztendlich passt es auch. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir sie quälen oder sonst was. Nein, aber letztendlich ist es jetzt nicht so, dass sie als allererst schreit und sagt, komm, fahr mal Rad, sondern sie würde lieber sagen, komm, tu mal wandern. Aber was soll's? Wobei sie geht immer gerne in den Hänger. Sofort, wenn wir das sagen, Abby, wir fahren. Das ja, dann aber wie gesagt, sofort rein. Gleich, wenn wir hier sind überhaupt und losfahren, sagt sie erstmal, schon wieder Radl fahren. Aber egal. Und ganz schlimm ist es, wenn die Mami vorausfährt. Oh ja, das geht gar nicht. Ja, also ich muss immer vorausfahren, damit sie die Kerstin hinter mir im Blick hat. Sonst funktioniert es auch nicht. Komischerweise, wenn ich aber ewig weit weg bin, dann ist es ja egal. Das macht ja nichts. Es könnte ja ein anderer vor ihr fahren, macht auch nichts. Aber ich darf sie definitiv nicht überholen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Da gibt sie gleich Alarm. Ja, da jammert sie gleich. Da jammert sie. Wenn ich natürlich da hinten raus abfall und, sage ich mal, 500 Meter Abstand habe, das ist ja dann wurscht. Sie sagt dann nicht. Hauptsache sie ist vorne. Sie ist vorne. Also, muss man sagen, sie orientiert sich brutal an mir. Ja. Das ist also egal, wenn ich liege irgendwo am Strand, sofort bei mir, irgendwo bei mir. Also das ist, irgendwo hat sich das eingebürgert, dass die Abby irgendwie immer bei mir ist. Ja. So, na genug gut. Gelabert. Jetzt geht's weiter. Jetzt wird der Hund beschäftigt. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
Ich glaube nicht. Nur was kalt. So, das ist jetzt hier die Rezeption, ist immer noch an der gleichen Stelle. Und das trifft sich gut. Hier haben sie jetzt den Hundeplatz neu angelegt. Das ist richtig schön. Ich finde es so schade, dass gerade die Leute, die einen Hund haben und es ja wissen, dass die solche Sachen machen, überall liegen hier die Köttel. Und das kann doch jeder seine Tüte mitnehmen, egal wo ich hinfahre. Ich kann hier überall hinfahren. Überall sind hier die Köttel. Vorne stehen die Müllbehälter. Das ist überhaupt nicht schlimm. Da vorne, 5 Minuten entfernt, aber 1 Minute. So, bin wieder auf der Straße. Da seht ihr den Hundeplatz. Richtig schön gemacht mit Bänken und allem. Schaut, so ein schöner Hundeplatz. Ja, hier ist alles beim Alten geblieben. Ihr könnt jetzt hier in der Cafeteria, da könnt ihr das Brot jetzt holen. Und es ist hier drin. Heute gibt es ein Hähnchen für 9 Euro. Das ist immer recht lecker, das haben wir auch schon gegessen. Das ist eine recht leckere Sache hier. Also die geben sich alle Mühe auf dem Platz. Hier hinten nach der Ver- und Entsorgung stehen noch ein paar. Und ich brauche mal wieder frische Bremsbeläge, stelle ich fest. Ja, sonst ist hier alles beim Alten, wie schon auf meinem alten Video. Ja, also der Platz ist gefüllt bis auf den letzten Platz. Das ist aber jedes Jahr über Silvester. Also ich habe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keinen einzigen freien Platz entdeckt. Aber die Anlage ist wirklich mehr als nur schön gemacht. Also das ist wirklich mehr als vorbildlich. Und wie gesagt, ihr habt ja auch die größeren Plätze. Hier rechts von mir ist der Swimmingpool, immer noch wie gehabt. Hier wird auch Pool gespielt, das sind auch Poolbahnen. Viele bekannte Gesichter, die hier spielen. Ja, das war in der Kürze schnellen Überriss über den Platz. Immer noch richtig, richtig gut. Und ja, wir werden jetzt heute noch ein bisschen grillen und den Tag ausdingen lassen. Das ist dann richtig schön. Herzlich willkommen bei Brodis Venmobility. So, heute ist der 30. meine ich, ja, der 30. Dezember. Es ist noch relativ früh, es ist noch dunkel, oder ja, relativ dunkel. Die Kirsten ist schon am Housekeeping machen. Die Abby, die steht da unten, Abby Schirro. Und die will jetzt natürlich erstmal Gassi gehen. Und das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir raus aus dem Platz
und dann darf der Hund erstmal ihr Geschäftle erledigen. Ja, was gibt es sonst Neues? Eigentlich nichts, außer dass, ja, das ist auch nicht neu, Kerstin macht wie jeden Tag die Betten, das macht die Kerstin immer sehr schön. Da liegt man auch immer gerne wieder rein. Und gestern waren wir faul, gestern haben wir nichts gemacht, gestern haben wir Urlaub gehabt. Ja, sind wir nur faul rumgesessen. Aber es muss auch mal sein. Deswegen von gestern, wir haben gestern nicht Radl gefahren, gar nichts gemacht. Ja. Dafür nette Bekannte kennengelernt hier, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und heute passiert auch nicht viel, weil heute kommen Hajo und Ingrid und besuchen uns. Das sind die, die wir letztes Jahr am selben Platz hier in Mazaron kennengelernt haben, wo wir jetzt ein Jahr lang, im April haben sie uns nochmal besucht. Zu Hause? Zu Hause, wo wir uns jetzt seit April nicht mehr gesehen haben und die kommen jetzt heute und dann machen wir heute Nachmittag einen schönen Nachmittagsplausch. Ja, da freuen wir uns halt drauf. Da freuen wir uns, genau. Unser Schrank hinten übrigens hat sich bewährt, den wir gebaut haben. Da gibt es ja ein extra Video dazu. Der quere Schrank hinten, der hat sich absolut bewährt. Ist top. Also Nummer 1, es quietscht nichts, es scheppert nichts. Und ich will jetzt mal sagen, schöner hätte es, ich glaube, der Hersteller nicht bauen können. Da haben wir uns echt Mühe gegeben und das ist echt gut geworden. Es stimmen auch die ganzen Spaltmaße alles, da sind wir echt happy drüber, dass das so gut funktioniert hat. Hätten wir so nicht gedacht, dass wir das so toll hinbekommen. So, und jetzt geht's aber los, jetzt geht's Gassi mit der Abby. Ja, mittlerweile kommt auch die Sonne raus. Am Platz, da schläft noch alles. Es ist noch kein Mensch um den Weg, nur ich mit der Abby. Alles noch ruhig. Und jetzt gehen wir mal raus aus dem Platz, dass der Hund sein Geschäft erledigen kann. So, hier sind wir jetzt auf dem Hundeplatz. Das ist richtig schön. Richtig schön gemacht hier. Ein Traum. Ich finde es schon richtig schön, wenn noch niemand so großartig unterwegs ist, dann ist das richtig toll. Ah, jetzt kommt das Spiel. Oh, ja, na klar. Ja, wir fahren jetzt gerade durch Puerto Albazarón durch. Und gucken jetzt nochmal den Strand und anschließend gehen wir einkaufen. Ja, das Puerto Albazarón, das ist schon ein kleines Städtchen hier. Kann man schon sagen. Ja, alles richtig schön. Und jetzt gucken wir mal an den Strand, was es da so gibt. Da sind wir ja vor 2 Tagen schon vorbeigefahren, aber da war das Wetter nicht allzu berauschend. Jetzt gucken wir mal, wie das heute ausschaut.
Mittlerweile bin ich am Strand angekommen und habe mal die Drohne steigen lassen. Ihr habt es ja gerade gesehen im Video. Oh, das ist schon ein richtig schöner Strand hier. Das ist jetzt ein bisschen gegenlichtig, weil die Sonne direkt hinter mir ist. Aber boah, das ist schon eine Wahnsinnskulisse hier. Also, ich gehe jetzt einkaufen, weil nachher bekommen wir Besuch von dem lieben Hajo und der Ingrid. Und da will ich noch vorher ein bisschen einkaufen. Das mache ich jetzt schnell unterwegs. Und dann fahre ich wieder auf den Area Camper hoch. Hier steht das Bike. Alles parat. Hänger habe ich dabei, die Abby nicht, da ich das ganze Einkauf in den Hänger werfen kann. Das war der Sinn der Sache. Ja, dann habe ich gedacht, dann nehme ich gleich das Dröhnchen mit und lasse mal die Drohne steigen, dass ihr hier ein bisschen was mitbekommt. Bis gleich. Ja, guckt euch mal diesen Ausblick hier an. Das ist einfach nur mega schön. Ich kann es immer wieder sagen. Ich weiß nicht, wo der schönste Platz jetzt gewesen wäre, um die Drohne steigen lassen. Mir gefällt alles hier. Mir gefällt der ganze Ort. Also hier in Mazaron, das ist wirklich, also muss ich echt sagen, sehr, sehr, sehr schön. Und man kann vor allem wahnsinnig viel machen. Ihr könnt unten viel fahren mit den Rädern, könnt wirklich viel fahren. Das ist also einmalig. Und auch die Stadt ist nicht überladen oder überlaufen. So ist es jetzt nicht. Klar musst du jetzt wie hier mit dem Rad auf der Hauptstraße fahren, weil es jetzt gerade am Strand nichts gibt. Aber das ist zu verkraften. Das wisst ihr ja zu Hause. Da habt ihr ja auch nicht gerade an jeder Ecke einen Radweg. Das ist also wirklich richtig vorbildlich hier. Und wir genießen jetzt einfach noch die Zeit im alten Jahr, die noch verbleibende Zeit im alten Jahr. Das ist richtig, richtig schön. Und ja, wir lieben das. Wir lieben Spanien, wir lieben den Ort auch hier und wir werden immer wieder hierher kommen, weil das einfach, ja, kann man sagen, so unser Ding ist. So ein bisschen radeln, ein bisschen was anschauen und immer wieder Neues entdecken. Wir fahren ja in aller Regel normal immer auf neue Stellplätze, aber der Area Camper hat es uns damals so angetan, weil ich habe noch auf keinem Platz bessere und schönere Badezimmer gefunden wie hier. Und das ist halt schon richtig schön. Und da ist halt einfach über Silvester ein bisschen Erholung und Entspannung. Und ja, danach verspreche ich euch, es gibt noch ein Highlight. Das verspreche ich euch an dieser Stelle. Da wird aber nur nichts verraten. So, jetzt fahre ich weiter, bis ich mal irgendwann ein Geschäft erreiche. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil es geht jetzt doch mittlerweile. Ein bisschen ein kleiner Wind, aber es ist überhaupt nicht kalt. Im Gegenteil, heute ist eher warm. Ihr seht ja, ich habe nur hier mein Radshirt und meine Weste an. Und deshalb, es ist in keinster Weise kalt. Auch nicht hier im Schatten. Ja, das ist jetzt der Ortskern oder der Stadtkern von Puerto El Mazaron. Da sind wir jetzt mittendrin. Und jetzt geht es gleich einmal ein bisschen leicht bergauf über eine Kuppe drüber und dann kommen da auch die ganzen Geschäfte. Das ist so ein bisschen dann die Industriezone. Also wie ihr seht, das ist hier top zum Radeln. Rote Ampeln gibt es auch ab und zu mal. Ja, sind sie schon wieder grün, Gott sei Dank, muss ich nicht absteigen. Alles einfach hier mit Palmen, das ist schön. Also muss ganz ehrlich sagen, das hat was. Auf jeden Fall hier zu meiner Rechten, da ging es jetzt rüber an den Hafen. Also ab da kommt ihr dann rüber, da vorne an den nächsten Kreisel. Da kann man dann durchfahren. Und
da kommt man dann schon rüber in den Hafen. So. Da in diesem Kaffee sind wir neulich noch gesessen, rechts, und haben einen Kaffee getrunken, das war richtig schön. So, wir huschen schnell nochmal durch den Discounter. Ja, hier Silvester, Tag vor Silvester geht es ja entsprechend zu im Discounter. Da ist richtig was los. Und ja, das ist jetzt mal ein Einkauf, was ich im Wagen habe. Da ist Zucker, ein paar Grillwürste, ein bisschen Schinken, Kartoffeln, eine Salami, zweimal Milch, so kleine Schokolade, die nehmen wir immer zum Biken mit, und noch Eier und Wasser. Bin mal gespannt, was das kostet. Ich hole euch nachher gleich einen Einkaufszettel. So, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Bald 24,27, also für die paar Sachen zum Einkaufen. Aber geht. Und ja, jetzt geht es zurück auf den Stellplatz. Muss ich mich beeilen, da ist jetzt mittlerweile, durch das, dass ich die Drohne noch abfliegen lassen, hat doch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und dann hat es im Supermarkt einfach ein paar Leute gehabt. Da ging es nicht ganz so schnell. Und deshalb sind wir jetzt ein bisschen Zeit im Zug. Es ist jetzt kurz vor eins. Aber jetzt gebe ich schnell Vollgas und fahre auf direktem Wege zurück zum Platz, weil da erwarten uns schon Ingrid und Hajo. Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute ist der 30. Dezember. Es ist ein wunderschöner Tag. Es ist halt richtig warm. Ich meine, wir sitzen immer noch mit dem Pullover da, aber wenn man in den Schatten geht, ja, lieber zu viel als wie zu wenig. Und in der Sonne, ja, ist einfach herrlich heute. Doch, das ist wirklich richtig schön. Ich bin vorher, ihr habt es ja gesehen, ich habe euch ja auch einen Einkaufswagen gefilmt, was ich gekauft habe. Ich habe schnell eingekauft, habe dann unten noch schnell die Drohne fliegen lassen. Das war ja richtig toll. Es wird hier jetzt voraussichtlich für dieses Jahr das letzte Video sein. Das nächste kommt erst im neuen Jahr, haben uns gerade mit unseren Freunden Hajo und Ingrid getroffen, und die steht auf dem Nachbarplatz, aber jetzt geht es dann demnächst weiter. Also ich sage, wir sind noch bis zum 2. hier, aber das wird auf jeden Fall noch entweder einen zweiten Teil von diesem Film geben, oder es gibt noch mal ein separates Video von dem Platz hier, das wissen wir noch nicht. Weil morgen machen wir mit Sicherheit, wenn das Wetter passt, oder das passt morgen, machen wir mit Sicherheit noch eine Radtour. Aber ob wir da jetzt nochmal einen Film schaffen, das kann ich nicht versprechen. Und deshalb, damit er eben frühzeitig noch vor Silvester kommt, das werden wir nicht schaffen. Ja. Deswegen werden wir dann morgen den Film, den wir jetzt heute, also den jetzt dann morgen laden, damit er rechtzeitig zur Silvester... Dass ihr an Silvester wenigstens von uns ein bisschen ein Update habt, was mit uns so ist und was bei uns geschieht. Genau. Deshalb jetzt hier noch ein kleines Statement, und deshalb wünschen wir euch von hier aus, vom Area Camper Mazaron, wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber. Und Glück und Gesundheit fürs Jahr 2024. Auf jeden Fall. Das wünsche ich euch auch, und wir freuen uns an der Stelle über die ganzen neu dazugekommenen Abonnenten überhaupt. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, auch über die alten Abonnenten. Die alten Jungen, die keine alten Ahnung, jungen, einfach über neuen. Die Abonnenten. Und da freuen wir uns. Und ja, sonst gibt es nichts. Wir hoffen, wir rutschen auch schön ruhig ins neue Jahr. Und wir berichten dann wieder 2024, wie es mit uns weitergeht, wo uns die Reise hinführt. Ja, es gibt eine Überraschung, das habe ich euch versprochen, aber auf jeden Fall haben wir heute Bescheid bekommen, dass wir noch bis zum 2. hier bleiben können. Wir haben also ein bisschen verlängert, und das haben sie uns heute gleich zugesagt. Das war total nett, und ja, wir lieben diesen Platz und auch alles drumherum hier. Ja, es gibt morgen noch eine schöne Tour, die seht ihr dann, aber wie gesagt, erst im Nachgang. Also, genau. Also, bis bald, bleibt dran. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter auf unserer Reise begleitet. Genau, und wir freuen uns über jeden Daumen hoch. Auf jeden Fall. Und über jeden neuen Abonnenten sowieso.
wir freuen uns einfach, wenn ihr uns auf der Reise begleitet. Also einen guten Rutsch, lasst's krachen, feiert schön, viel Gesundheit, viel Glück, alles einfach fürs neue Jahr. Macht's gut. Alles Liebe. Tschüss.